Hallo Leute, willkommen bei EcoFahrer. Mein Name ist Helmut und heute habe ich einen Gast neben mir, oder eigentlich einen Gastgeber. Das ist der Harry. Hallo, grüß euch. Und der Grund, warum der Harry neben mir sitzt, ist, weil wir fahren mit seinem Auto. Und zwar mit dem Hyundai Ioniq. Wir haben hier das Modell mit der kleinen Batterie, 28 Kilowattstunden, und dem kleinen Motor, 88 kW hast du gesagt, ja? Genau. Und das Eigengewicht ist 1475 Kilogramm. WLTP-Verbrauch ist 13,8, wobei hier natürlich danach die Ladeverluste dabei sind. Und wie gesagt, ich halte das jetzt eigentlich für keine sinnvolle Aussage, aber also wenn es um den Verbrauch geht, Kosten ist eine andere Geschichte, aber ja, egal. Gut. Wir fahren jetzt mit dem Ioniq vom Harry, weil es beim Händler aktuell keinen Ioniq zur Verfügung gibt. Und ja, der Harry wohnt in der Nähe von mir, 25 Kilometer weg, und hat sich bei mir gemeldet. Und der Harry ist ja selber auch ein bisschen ein Öko-Fahrer, ein Eco-Drive-Freak, hat auch selbst eine App programmiert, wo verschiedene Daten gesammelt werden, also wesentlich intensiver als ich das mache, für mich, aber deswegen ist der Harry danach auf mich zugekommen und wir gehen ihm heute auf unsere Runde. Apropos Runde, die blende ich euch hier jetzt ein. Für die Zuseher, die zum ersten Mal auf meinem Kanal sind, wir fahren aus der Stadt raus, wir beginnen am südlichen Stadtrand von Innsbruck, fahren jetzt noch ca. einen Kilometer aus der Stadt raus in einer 30 km/h Zone. Dann folgt eine Steigung mit 360 Höhenmetern, eine Hügelstrecke, eine Abfahrt, die uns dann auf das Ausgangsseehöhenniveau zurückbringt. Und da sehen wir dann schon ungefähr, wo wir und in welche Richtung es geht vom Verbrauch. Dann folgt eine Überlandstrecke mit einigen Ortsdurchfahrten und 17 Kilometer Autobahn und 18 Kilometer Innenstadt. Und dann sehen wir am Ende, wo wir liegen. Am Ende eines jeden dieser Abschnitte werden wir den Verbrauch kontrollieren und am Ende analysieren wir das Ganze. Die Kameras laufen die ganze Zeit mit, um zu zeigen, wie fahre ich um den Verbrauch, den ich dann am Ende erziele, zusammen mit dem Fahrzeug erzielt habe, und b, um zu zeigen, dass man nicht langsam fahren muss, um effizient zu fahren. Wir haben uns vorher ein bisschen unterhalten und da war so die Diskussion, ja, unter 10 sollte sich schon ausgehen, obwohl es jetzt noch nicht so warm ist. Wir haben jetzt 8 Grad Außentemperatur. Es wird dann schon etwas wärmer werden, aber schauen wir einfach mal und dann sind wir am Ende schlauer. Jo, ich wünsche euch mal viel Spaß. Der Harry und ich werden uns ein bisschen unterhalten und wenn es interessant ist, dann lasse ich einfach die Kamera mitlaufen. Dann habt ihr auch was davon. Viel Spaß! Muss man so aufpassen wegen der Geschwindigkeit unten, der 30er, da ist ein Dach, da ist ein Radarkasten. Und ja, haben wir schon zweimal erwischt. Das hat ja der Guntram damals auch gesagt, dass, das kommt eigentlich gar nicht so rüber, dass man das. Ja, stimmt, es ist viel schneller, wie es im Video ausschaut. Mhm. Und von daher ist es doch, finde ich, aussagekräftiger auf der Verbrauchsrunde, wenn du das eben mit der Geschwindigkeit, wie du es live mitkriegst und fahren kannst. Mhm, ja, ja, klar. Also ich da zum Beispiel, da geht's, wir haben jetzt 50, da ist jetzt 60, aber für 300 Meter oder 400 Meter. Oder? Jetzt ist die Frage, beschleunige jetzt auf 60, wo ich dann wieder 50 habe. Meistens gehe ich jetzt halt ein bisschen rauf, kann ich nochmal richtig auf 60, und da muss man dann eh schon wieder langsam fahren und dann ist es schon wieder 30. Aber was halt meines Erachtens, vor allem die deutschen Zuschauer da überschätzen, ist die Geschwindigkeit in Deutschland, weil der normale Pendler in Deutschland, der fährt ja auch nicht jeden Tag 100 Kilometer mit 180 auf der Autobahn.
wenn man da im Ruhrgebiet unterwegs ist auf die Autobahn, da hast du ja die ganze Zeit 100, 120 oder so. Und da fährt ja auch lange Strecken außerhalb der Autobahn oder nicht auf der Autobahn, oder? Mhm. Wo es ja genauso Tempolimits gibt. Natürlich. Das macht diese Unterschied dazu da. Ja, ja. Ich glaube auch generell, dass man es sieht, wo man das nicht irgendwie wirklich mitnotiert, wie man fährt, man völlig falsche Einschätzung hat. Ja. Straßenzieler da im Hang fahren. Ja. Und wieder retour nachher zum Holen. Und ich, nein, ist nicht mehr. Da war ich zuerst auch überlegt gehabt, aber das war schon ein super Auto, aber das ist gar nicht besser. Okay. Sowohl von der Größe von Fahrzeug als auch vom Handling und vom Verbrauch. Ja, er ist halt schwerer und schwerer. Dadurch brauche ich einfach mehr. Das ist so. Und der CW-Wert natürlich halt entsprechend. Klar, ist, das Auto ist eher rund und rund ist immer besser als eckig. Ja, ja. Man sagt es so nach, was mir der Junge das letzte Mal gesagt hat, dass er im Winter sogar mit der großen Batterie, wobei das mir nicht ganz plausibel gekommen ist, nur 280 Kilometer gekommen war. Okay. Mit der 72 Kilowattstunden Batterie, das ist dann uninteressant. Mhm. Das geht mir mit meinen, also ich sicher voll viel Landstraße 200 im Winter mit 28 Kilowattstunden Batterie. Ja. So, wir kommen jetzt hier ans Ende der Bergstrecke. Und wenn wir um die Kurve fahren, haben wir laut Anzeige 30,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Ja, das klingt schon mal richtig gut. Also jetzt aus dem Kopf heraus sage ich, da sind wir schon sehr gut unterwegs. Gell? Also da traue ich mich fast zu sagen, dass die 10 schon eine Matewiesen sind, würde ich mir sagen. Ich habe jetzt müssen auf der Raufer kurz stehen bleiben, weil die Kamera sich da gelöst hat. Das war nicht sonderlich. War nicht sonderlich fest montiert. Aber das macht jetzt nichts. Es war am Ende einer Kuppe, wo ohnehin man dann erst hätte beschleunigen müssen oder am Ende einer 30 km/h Zone. Also das war nicht so schlimm. Ja, jetzt kommt die Hügelstrecke und auf der Hügelstrecke ist es wichtig, dass man eben mit dem Gelände spielt, dass man den Schwung mitnimmt, dass man einfach, stellt euch vor, man fährt wie auf einer Achterbahn. Runter baut man Tempo auf, wenn es bergauf geht, baut man etwas Tempo ab. Auch hier, ich rolle jetzt mit Rekuperation 0 dahin, ohne irgendwas zu machen und habe jetzt erst wieder haben wir uns von oben den 50 km/h genähert. Wir haben hier eine 50 km/h Beschränkung und vor allem mit einem Fahrzeug, das ja Segeln erlaubt und das ist ja hier der Fall. Also wenn man hier vom Gas geht und man hat die Rekuperation auf 0 eingestellt, dann segelt man. Ich mache jetzt gar nichts, es geht bergab. Wir beschleunigen, wir haben jetzt 50 km/h. Es ist hier noch 50, vorne 70, aber ich lasse das Fahrzeug einfach rollen. Es wird von selbst schneller, ich brauche hier keine Energie aufwenden, also das ist perfekt. Also, wenn ich das Auto hätte, würde ich wahrscheinlich die ganze Zeit nur rumfahren, weil es so geil wäre. Jetzt schauen wir mal mit den Bremsen. Okay, zwei und hier. Okay, ja. Also es rekuperiert auch, wenn man auf die Bremse steigt, was ja zum Beispiel beim Ioniq 5 nicht der Fall ist, wenn man auf Rekuperationsstufe 0 gestellt hat. Erst nach einer gewissen Anzahl von Betätigungen kommt dann die elektrische Bremse. Aber hier ist das Fahrzeug rekuperiert, auch wenn man bremst. Man muss dann schon stärker auf die Bremse steigen. Wenn es dann weitergehen soll, gell, aber bremst du eigentlich meistens mit den Pedals oder hast du immer meistens mit den Pedals, wobei mir dann auch wichtig ist, doch die Bremsen dann immer wieder mal in Einsatz zu haben, weil ich aus den verschiedenen Fahren dann schon gelesen habe, dass die Gefahr beim Anker war, dann, dass die Bremsen dann rostig waren, weil sie nicht benutzt worden sind oder korrodiert sind und die sind mit einem super in Einsatz nach knapp 30.000 Kilometer. Okay. Also da bin ich total happy. Also ich persönlich würde es ja fürs Beste empfinden, wenn das Fahrzeug das eingebaut hätte, dass man nach einer gewissen oder in gewissen Abständen einfach das Fahrzeug ein bisschen selbst mitbremst. Audi macht das zum Beispiel. Tesla meines Wissens auch, ja. Okay, ja. Eben damit hat man das Problem dann eigentlich gelöst. Ja, ja. Weil, ich meine, wenn es ist wie beim Ioniq 5, dann hat es der Fahrer selbst in der Hand und manche wissen das gar nicht einmal. Oder? Das war mir nicht bewusst. Also ja, eben, mir war das am Anfang auch nicht bewusst. Erst dann, wo ich das Video noch einmal angeschaut habe und genau beobachtet habe, was die Anzeige sagt, wenn ich bremse, dann ist mir das erst aufgefallen, weil es auch in einem Forum jemand gesagt hat.
Wobei das mit Rekuperieren, muss ich sagen, das ist eines von den tollsten Sachen beim Elektroauto für mich. Eben weil du recht viel in die Berge herumfahre, ja, und es bergab dann eben das mit den Rekuperationsstufen einfach machen kannst, ohne zu bremsen. Man fährt viel entspannter nach meinem. Ja, klar. Man, wie gesagt, ich fahre meistens mit Reko 0, außer es geht jetzt wirklich lang und kurvig bergab. So, was ist jetzt mit dir los? Es geht lang und kurvig bergab. Dann stelle ich eine hohe Reko-Stufe ein und fahre dann nur mit dem Gaspedal. Also bin ich dann schon auch ein One-Pedal-Driver, wenn es bergab geht, aber grundsätzlich möchte ich dann schon, dass das Fahrzeug so viel wie möglich segelt. Und man weiß ja, das ist das Effizienteste, was die Fahrweise. Also mittlerweile weiß ich es durch deine Videos auch, dass es so ist. Okay. Die Foren liest mir manche andere Stimmen auch diesbezüglich. Ja, es gibt schon ein paar, die sagen das, aber man, was ich halt, was mir halt auffällt, ist, dass es bei vielen Verkäufern oder Händlern auch immer noch dass da die Meinung vorherrscht, viel rekuperieren heißt, man fährt effizienter. Das ist so, ja. Und wenn dann der Kunde mit dem Anwalt dasteht und sagt, du, ich schaffe nicht das, was du gesagt hast, und der Verkäufer nicht weiß, dass es eigentlich seine Aufgabe gewesen wäre, dem Kunden zu sagen, wie man das Gerät richtig benutzt, um das zu erreichen, was man ihm verspricht, dann, wenn jemand die ganze Zeit nur die Bäume mit einer Axt fällt und dann kauft er sich auf einmal eine Motorsäge, dann muss er sich auch vorher informieren, wie benutze ich die Motorsäge, oder? Und kann dann auch nicht den Käufer verklagen, wenn ich mir die Hand absäge, weil ich das nicht kann, oder? Und das ist genauso mit dem E-Auto. Die meisten Autofahrer haben einfach das in sich drinnen, dass man 50 Jahre Verbrenner gefahren ist, oder? Oder immer nur Verbrenner, und mit Elektroautos ist es dann doch etwas anderes. Das ist absolut so, und ist ja mein erstes Elektroauto bei mir. Bin ich jetzt über 20 Jahre Verbrenner gefahren oder 25 Jahre. Und man muss einfach seine Fahrweise ändern, und ich merke einfach mit Elektroauto, ich fahre viel entspannter generell. Das ist schon eine tolle Sache. Ja, was mir auffällt auch, ist, dass wenn ich viel segle, dass ich von Haus aus einfach viel entspannter fahre, weil ich einmal beschleunigen, weggehen, rollen lassen, und ich habe es ja auch probiert mit One-Pedal-Drive, aber das ist mir einfach zu hektisch. Ich muss ständig Fuß am Pedal, mit dem Fuß arbeiten, und ich will eigentlich am liebsten so wie hier, so einmal jetzt noch über diese Kuppe drüber, so, und jetzt lasse ich schon, ja, jetzt noch ein bisschen, so, jetzt lasse ich rollen, da ist die ganze Zeit 50, und wir werden wahrscheinlich eh zu schnell werden, und da habe ich dann die Pedals, da bremse ich dann ein bisschen runter und meine Füße sind komplett entspannt. Also das muss ich sagen, finde ich auch beim Ioniq jetzt so toll, auch mit den Pedals, weil das hat ja auch nicht jedes Elektroauto, dass das schon, man kann sich wirklich spielen mit den Pedals, und das ist etwas, was ich sehr schätze bei den Autos. Ja, das ist generell etwas. Also wenn ich, meine nächsten Autos waren Elektroautos, und Pedals sind eine Voraussetzung. Also das ohne das geht es für mich eigentlich nicht. Kriegst da, fahre meistens mit knapp unter 60 um die Kurve. Und oben habe ich dann so meistens 50 oder knapp drunter, ein bisschen Geschwindigkeit abbauen. Also ein bisschen war 2 Kilowattstunden unter Corona waren wir beim höchsten Punkt. Das habe ich noch so einen Rennen und Paul angeschaut. Und witzigerweise war die so am sparsamsten. Bergauf. Ja, weil sie leicht war. Oder relativ leicht. Oder der Ding ist halt eigentlich am sparsamsten gewesen, seit der Fiat 500. Den habe ich in der Liste gar nicht so gesehen. 10. Was? Ja, da war ich gerade unter 11, also 10, 9. Im Endeffekt habe ich mehr gebraucht. Okay. Aber bergauf, glaube ich, war er der Beste. Okay. Der hat dann viel auf der Autobahn verloren, durch seine aerodynamische Form halt. Das Auto ist echt super zum Fahren, muss ich sagen. Findest du schon gut, oder? Ja, also. Mit Corona bin ich ja nicht gefahren, den haben wir auch kurz. Einmal ganz kurz eine Probefahrt, bevor ich den gekauft habe, stimmt. Aber der hat mich von der Größe ja nicht so begeistert, weil du das Radl öfter drinnen im Auto. Das ist halt dann, das ist ein bisschen klein halt, der Corona, wobei die Reichweite mit den 480 Kilometern natürlich schon ein schlagkräftiges Argument ist. Ja, klar. Und die Sparsamkeit. Ja, es ist halt immer die Frage, wegen der Reichweite brauche ich es. Das ist die Frage, ja. Das muss man sich halt vorher überlegen. So ist es, ja. Ich für mein Hauptauto, für den
jetzt der Siebensitzer ist, dann brauche ich die Reichweite. Ich fahre zu Kunden nach Wiener Neustadt oder nach Thun in die Schweiz oder jetzt nächste Woche muss ich ins Wallis. Das sind 650 Kilometer, oder? Ja, ja. Und da habe ich keinen Bock, dass ich mich dann noch zweimal irgendwo hinstelle oder einmal lang. So, Ende der Hügelstrecke 21,3 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Ja, jetzt auf der Bergabstrecke werde ich mir eigentlich jetzt anschauen, wie ich am besten fahre, ob ich jetzt eine Rekuperationsstufe einlege und mit dem Gaspedal oder nur mit den Pedals arbeite. Bergab ist es aber genauso wichtig, effizient zu fahren, da man hier natürlich auch viel falsch machen kann, wie ihr vielleicht bei meinen anderen Videos auch gesehen habt von den ganzen Fahrzeugen, die immer vor uns fahren. Wir haben zwei Flachstücke und da ist es durchaus möglich, dass man die Flachstücke ohne zusätzlichen Kraftaufwand überwinden kann, wenn man mit ein bisschen Schwung hineinfährt und diesen Schwung dann einfach nützen kann. Und wir sehen ja oft andere Fahrzeuge, andere Fahrzeugbeweger, die hier einfach vor dem Flachstück abbremsen, viel zu langsam reinfahren und dann wieder zusätzlich nochmal Energie aufwenden müssen, was eigentlich nicht notwendig wäre. Und es sieht jetzt momentan so aus, als ob wir niemand vor uns haben. Hoffentlich kommt nicht irgendwo ein Traktor, der uns dann noch reinfährt. Aber ja, das sehen wir dann ja. Eines muss man natürlich auch sagen, wir haben hier natürlich jetzt nur einen 88 Kilowatt Motor. Das heißt, als im Generatormodus stehen da, schätze ich mal, 70, 75 Kilowatt zur Verfügung. Das ist jetzt natürlich nicht übermäßig viel. Also wenn man da die Kurven runterräubert und vor jeder Spitzkehre stark abbremst, kommen natürlich die mechanischen Bremsen zum Einsatz, da die elektrische Bremskraft einfach nicht ausreicht. Und gerade bei etwas moderaten oder schwächer motorisierten Fahrzeugen ist das natürlich schon auch ein Punkt, den man im Hinterkopf behalten muss, dass man hier nicht zu stark bremst. Das heißt, im Prinzip die gleiche Thematik wie bei Plug-in-Hybriden, bei Hybriden, die einfach die elektrische Motorleistung nicht bringen. Ich sehe da irgendwo den momentan. Die Rekuperation da. Okay. Na super. Okay. Das ist perfekt. Also das hat jemand für dich programmiert? Nicht für mich, sondern generell. Es gibt ja so wirkliche Ionic-Liebhaber, die das da nehmen. Entsprechende Apps. 64, ja, ich habe volle Rekuperation und habe 64. Ja. Okay. Also wir haben hier, Harry hat hier eine App installiert, die noch viel mehr Daten anzeigt als das, was wir hier jetzt im Cockpit sehen. Und zwar eben auch den momentanen Energieverbrauch. Was haben wir sonst noch alles? Wie viel die Elektrik braucht und so weiter. Also sehr interessant. Und wir haben jetzt, ich habe jetzt mit der höchsten Rekuperationsstufe gebremst und die maximale Bremsleistung war 64,6 kW. Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Wir haben jetzt 43 kW. Ja. Also wir haben jetzt dann nochmal eine Spitzkehre, da werde ich das dann mal probieren. Wir haben jetzt den Beginn des Flachstückes. Die ist 80er Höchstgeschwindigkeit und wenn man hier jetzt mit 80 reinfährt so, und jetzt rollen lässt, das Fahrzeug segelt, also perfekte Bedingungen eigentlich und hier rollt man jetzt schön darüber, ohne es geht hier sogar ganz leicht bergauf, das merkt man allerdings kaum, aber wir rollen hier schön rüber, so knapp über 80, sogar ein bisschen bremsen, so, ja, das ist so geht Elektroautofahren, das gefällt mir. So, jetzt werde ich hier etwas schneller reinfahren, damit ich jetzt etwas stärker bremse. So, jetzt wo es bergab geht. So, höchste Rekuperationsstufe, 44 kW und knapp 60 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Ja, 44 kW. Hat er dann sicher noch Reserven, oder? Wenn wir beim Bremsen elektrisch, weil eigentlich bei 88 kW Motorleistung müsste dann eigentlich ein bisschen mehr Bremsleistung bringen. Ja, das habe ich noch nie so beachtet. Also dieser Zugang ist mir jetzt auch ein, okay. Wie du sagst, mit den 75 oder so, das habe ich noch nie so. Eben, also Elektromotor hat eine
hat einen Motorbetrieb, wo er eigentlich die Nennleistung bringen kann. Ah, das wird die Dauerleistung sein, genau. Okay. Der Spitzenleistung und Dauerleistung. Und die Spitzen, also die 88 kW, die bringt man vielleicht für eine halbe Minute oder so, okay, oder eine Minute. Also theoretisch könnte er sogar auf 88 kWh rekuperieren? Nein, eben nicht. Also eben nicht. Du hast einen Motor, im Motorbetrieb kann er die Nennleistung bringen, im Generatorbetrieb weniger, meistens so um die 80%. Ah, okay. Seht ihr, hier jetzt sind wir im zweiten Flachstück. Ich bin mit 55 reingefahren und wir rollen jetzt immer noch mit 55 hier schön durch. Ich brauchte kein einziges Mal das Fahrpedal betätigen. Ich fahre jetzt die ganze Zeit mit abgestelltem Fuß. Hier sogar etwas bremsen vor der Kurve. So. Und da geht es dann eh schon wieder bergab. Was haben wir jetzt? 11,9? Ja, also da sind wir locker auf dem Weg zu 10. Vor allem auf der Autobahn ist das Fahrzeug ja dann auch bei 100 km/h dann doch auch relativ effizient sein. Was man vielleicht noch dazu sagen muss, aber wenn jemand vergleicht mit dem Kona, der ja auch sehr sparsam ist, bei dem sind mittlerweile schon die Sommerreifen oben. Also der Kona war meines Wissens auf die Winterreifen oben, macht natürlich auch ein bisschen was aus vom Unterschied. Aber Kurven schneiden. Beim Kona hatte ich die Sommerreifen und beim Winterreifen und beim EV6 hatte ich, nein nicht beim EV6, beim E-Niro. Im E-Niro hatte ich die Sommerreifen und beide waren vom Verbrauch her aber ungefähr gleich. Ah doch, war nicht so unterschiedlich. Ja. Okay. Ich habe es mittlerweile jetzt gemerkt, nachdem ich es jetzt knapp eine Woche oben habe, die Sommerreifen, dass schon minimaler Unterschied ist, okay, weil die Temperaturen in der Früh doch noch recht gleich sind. Ja. Man merkt schon, dass es ein Unterschied ist, was ich vorher auch noch nicht so beachtet gehabt habe. Okay. Zwar minimal, aber. Und der Verbrauch, jetzt wenn es wirklich sehr kalt und nass ist, verglichen mit Sommer, wie ist da deine Beobachtung? Beobachtung, ich habe ja so in meiner Statistik immer die Vergleiche mit den Temperaturen jeweils drinnen. Und da sieht man dann schon verbrauchsmäßig, ich fahre relativ viel Landstraße, also weniger Autobahn, dass ich bis zu 30% weniger Reichweite habe und dementsprechend Verbrauch im Winter. Mhm. Das heißt, Nettoverbrauch von 14,5 Kilowattstunden im Winter, so bei bis zu minus 5 Grad oder bei minus 5 Grad, was ja recht wenig ist natürlich, durch den Landstraßenfahrbetrieb. Und im Sommer fahre ich dann schon mit 10 herum oder sogar unter 10 dann bei Temperaturen um 20 Grad. Okay. Ja, das wären dann eigentlich die 4 oder knapp über 4, die auch der Guntram hat bei seinem Q4. Okay. Weil hat er auch so von Herbst zu Winter so ungefähr 4 Kilowattstunden mehr Verbrauch. Mit den Reifen und mit Temperaturen. Ja. Das scheint so realistisch zu sein. Daumen, also so eine Faustregel zu sein, dass man sagt, so 4 bis 5 Kilowattstunden mehr Verbrauch. Okay. Es ist ja interessant, wie ich auf der Suche. Also, Entschuldigung, 10,2 hatten wir, glaube ich, jetzt. 9,9 sogar. 9,9? Ah ja, genau, wir sind schon. 10,2 war, glaube ich, damals der Corona. 9,9, genau. Corona, ja. Was ich weiß. Okay, 9,9 und von. Ja, unter 10, also. Von lauter Quatschen habe ich vergessen, drauf zu schauen. Entschuldige, aber du drauf. Nein, das passt, das ist ja. Das ist. Man ist ein bisschen runter, so. Ich sehe jetzt zwar das Lenkrad, aber mein Gott, das ist ja auch was Schönes. Was für mich interessant war, weil ich auf der Suche war nach einem Elektroauto, ist ja für mich dieser Ioniq von vornherein eher ausgeschieden, wenn man denkt, mit 28 kWh Reichweite kannst du vergessen. Mhm. Bis ich mich dann mehr mit der Thematik auseinandergesetzt habe, merkte, wie effizient das Fahrzeug eigentlich ist. Ja. Und dann ist der wieder in die engere Wahl gekommen und dann habe ich Probefahrt gemacht. 250 km hast du immer drin, gell? Genau, also im Winter nicht, ja, so ehrlich muss man sein, aber im Sommer ist 250 km also absolut nicht. Ja, ja, aber eben, das haben wir ja vorher schon gesagt, man muss sich ja vorher überlegen, für was brauche ich das richtig. Auto. Wenn ich natürlich jede zweite Woche von München zum Gardasee fahre und retour, dann ist das natürlich das falsche Auto. Aber also wenn ich es brauche zum täglichen Pendeln, und dann ist es auch egal, wenn ich einmal im Jahr einen längeren Urlaub fahre, weil mein Gott, dann dauert die Fahrt halt 2 Stunden länger, aber es ist dann 2 Stunden mehr oder 4 Stunden mit Rückfahrt aufs ganze Jahr gerechnet. Richtig, oder? Ja. Bei meinem Fahrprofil zum Beispiel fahre ich täglich keine 50 Kilometer und 95% meiner Fahrten sind bis 100 Kilometer pro Tag. Okay. Das heißt, für so ein Fahrprofil ist natürlich ein Elektroauto absolut ausreichend. Ja klar, das ist. Eben, das ist dann auch bei mir dann die Überlegung für das andere Auto bei mir in der Firma, das eigentlich wirklich nur Kurzstrecken fährt und
das wird dann auch ein Elektroauto werden. Ich möchte natürlich etwas Höheres, weil das Fahrzeug wird auch privat genutzt und da brauche ich dann die Kindersitze und die Kinder da runterheben. Das ist natürlich hier für den Rücken was anderes, als wenn ich sie einfach gerade reinsetzen kann. Ja, ja. Was ich momentan bei der Entwicklung der Elektromobilität nicht ganz nachvollziehen kann, dass fast nur SUVs scheinbar interessant werden, sind für Elektromobilität wirklich kleine Elektroautos. Es gibt sehr wenige, was ich sehr schade finde für Normal-User, sage ich mal jetzt. Vielleicht hast du da mehr Idee. Ja, aber es gibt schon. Nein, also warum? SUVs sind einfach die nachfragestärkste Kategorie. Da hat halt jeder Hersteller sieht dann da seine Chance. Und man muss auch sagen, die SUVs sind am einfachsten als EVs zu bauen, wenn man vom Verbrenner kommt, weil Okay. Das Fahrzeug ist schon höher. Ich habe unten den Platz, wo die Batterien reintun muss. Wohingegen, wenn ich jetzt so ein Auto habe, das muss ich von Grund auf neu konstruieren. Da kann ich die Batterien nicht, kann sie schon irgendwo unterbringen, aber da nehmen sie dann noch mehr Platz weg. Beim SUV ist der Platz eigentlich schon zur Verfügung, ist bislang halt nicht genutzt. Und da ist es natürlich am einfachsten. Man, es gibt schon viele kleine, also ich denke jetzt nur an Peugeot 208, Opel Corsa, Opel Mokka, Fiat 500, Renault Zoe, MG, also auf die Schnelle, da, es fallen mir schon einige ein. Es ist halt so, dass manche größere Hersteller sehr, wie soll ich sagen, öffentlichkeitswirksam das erste Elektroauto vorstellen und das ist dann irgendwie so eine unnötige Riesenschüssel. Mhm. Ich sage jetzt mal Ford Mustang zum Beispiel, oder? Mhm. Da hat zum Beispiel GM, obwohl man mit allem nicht einverstanden kann, was GM macht, vor 20, 25 Jahren das damals schon richtig gemacht mit dem EV1. Nur das ist dann halt damals abgewürgt worden. Wenn euch das interessiert, ihr könnt euch das auf YouTube, da gibt es ein paar so Geschichten, warum die Elektromobilität von GM vor 20 Jahren schon einmal gekillt wurde, aber das ist eine andere Geschichte. Und das hat es ja schon gegeben damals. Das war ein dezidiertes Elektroauto, klein, effizient. Ja, ich weiß nicht warum, aber ja, vielleicht sind die einfach nicht sexy. Und man hat halt die Margen nicht, das ist das Problem. Bei großen Autos habe ich große Margen und da verdiene ich was als Hersteller. Bei kleinen Autos muss ich große Stückzahl verkaufen, damit ich ein bisschen was verdiene. Was eigentlich meine Sachen bis jetzt nur, also mit wirklich kleinen Autos, Fiat 500, also Fiat geschafft hat. Der Händler hier hat mir erzählt, also bei ihm fährt jeden Tag ein neuer Fiat 500 Elektro vom Hof. Ja. Also das geht schon, aber ja. Ich verstehe ja jeden Hersteller, wenn er zuerst einmal das Produkt herstellt, wo er sich am meisten Rendite erhofft, weil er muss zuerst Geld verdienen, bevor er dann wieder in die Entwicklung gehen kann. Oder? Okay. Was anders war es ja bei Tesla. Die haben ja von Haus aus, okay, mit der kleinen Serie angefangen, mit kleinen Fahrzeugen, mit dem Lotus, um mal ein bisschen Geld zu verdienen, damit sie dann größere Fahrzeuge bauen können. Aber die meisten anderen machen es halt umgekehrt. Wenn man schaut, die ganzen Startups jetzt, die was vor allem in den USA auf den Markt kommen, Lucid, Rivian, Bollinger, die sind ja alles, die sind Schüsseln mit einer Riesenmarsch, weil halt jeder Geld für das Ding ausgibt, oder? Und ob ich jetzt, wenn ich ein Auto kaufe für 15.000 Euro und ob das dann 16.000 oder 15.000 kostet, das macht einen Unterschied. Aber wenn jemand ein Auto kauft für 80.000, dann macht es keinen Unterschied, ob das Auto 85.000 kostet. Und da habe ich dann schon 4.000 Euro mehr verdient. Also, das, ich verstehe es, warum das so ist. Ob es jetzt eine gute Entwicklung ist oder nicht, das lasse ich mal hingestellt. Das kann jeder für sich selber entscheiden. Ich will auch ein SUV haben. Einfach weil ich höher sitze, weil es angenehmer ist. Wenn ich lange Strecken fahre, sitze ich aufrechter. Ich tue mich leichter mit dem Beladen. Ich habe meine beiden kleinen Kinder, ich brauche sie nicht runter und wieder raufheben, sondern ich kann sie reinstellen quasi. Oder? Ja, ja. Und das ist einfach angenehmer, meiner Meinung nach. Nur, ich muss sagen, ich bin da jetzt vielleicht nicht repräsentativ. Ich habe schon US-amerikanische Fachzeitschriften in den 90er Jahren mir besorgt, wo es nur um SUVs und Minivans gegangen ist. Also, ich war ja schon SUV-Fan, da hat es das Wort uns noch gar nicht gegeben. Okay.
sagen wir, Lada Niva oder Lada Nova oder damals noch die Range Rover, die alten, das waren so Sachen, die mich interessiert haben. So Klassiker. Ja, einfach alles. Geländewagen früher, Jeep oder so. Lamborghini LM 006, wenn ihr das was sagt. Das letzte Mal mit dem bin ich gefahren, da war ich ja ein kleiner Junge noch. War ja auch ein SUV, oder Geländewagen eigentlich wirklich. Und also wenn da ein Ferrari gestanden ist und daneben ein Lada Tiger, der Ferrari hat mich nicht interessiert. Ich bin zu dem kleinen russischen Geländewagen und habe mir den angeschaut. Der 9,4. Also wo ich in Fomp auf die Autobahn bin, hatte ich beim Kona 9,9, glaube ich. 9,9, ja. Nein, auch, glaube ich. Unter 10 war ich damals, ja. Jedenfalls, ja. Nein, aber das trotz der relativ niedrigen Außentemperaturen, wir haben jetzt 9 Grad. Ja, also Heizung ist nicht an, weil es ist, und er sitzt sogar da im kurzen Leibchen. Das ist angenehm. Das ist angenehm, ja. Wahrscheinlich schwingt bei mir der Gedanke in Richtung mit, was SUVs betrifft, was natürlich klarerweise nicht so sparsam sind. Und wo man Elektromobilität für sich halt eher dann persönlich so sehe, schon wirklich sparsam unterwegs, ja, geht natürlich dann nicht. Ja klar, nur ich sage mal so, wenn ich mit dem SUV fahre, brauche ich wahrscheinlich weniger als 98% aller anderen, die mir da so ein Auto unterschreibe, fahren. Ja. Ja, also ich meine den BMW iX3 bin ich auch gefahren mit 14 oder was. Und das ist jetzt wirklich ein 2-Tonnen-Gefährt oder mein Hauptfahrzeug in der Firma ist der Volvo XC90 Plug-in Hybrid. Ich habe die ganzen Tests auch für den Kanal gemacht und ich habe, wenn ich die Reichweite, die elektrische, mit der elektrischen Kapazität in Relation setze, dann habe ich einen Verbrauch von 16 Kilowattstunden auf 100 Kilometer für 2,3 Tonnen SUV. Ja, super. Also, wie gesagt, es liegt immer noch am Fahrer. Ja, vieles. Ja. Vor allem beim Elektrofahrzeug, weil da ist der Einfluss des Fahrers ja wirklich sehr, sehr groß. Wie schaut es aus mit deiner Planung, das Tesla Model 3 mal zu fahren? Das ist es gibt ja bei uns keinen Händler. Aha. Und ich werde jetzt halt mal schauen, dass ich irgendwo privat einen herbekomme, vielleicht in einer Facebook-Gruppe mal. Herumfahren würden ja genug. Ja, natürlich, aber wahrscheinlich kann ich jetzt auch nicht zu irgendjemand hingehen und sagen, du darf ich mal mit deinem Auto fahren. Kosten war jetzt ein paar Monate umgefahren. Ah, okay. Das ist gar nicht eingefahren. Keine Ahnung. Das warst nicht du, oder? Nein. Heute ist mal was passiert, ich bin in Radarkosten reingefahren. Und hat es blitzt? Nein, geschäbert. Ja, bei dem hat es geschäbert. Wie bist du eigentlich auf die Normrunde gekommen? Ich habe einfach mal geschaut, was brauche ich in der Runde, wo fahre ich da am besten. Und dann war es erst quasi ein bisschen anders. Also war ich schon so, nachher bin ich da vorne links gefahren und dann war aber drüben noch einmal eine Steigung und so habe ich es wirklich klar. Steigung, Hügel, Abfahrt, okay. Überland, Autobahn, Stadt. Und im Oberland ist eigentlich jetzt nichts, wo ich sowas zusammenbringe. Und weil dann muss ich entweder zuerst durch die Stadt und dann habe ich schon wieder einen Mix von den verschiedenen Sektionen und so. Mein Gott, Stichwort Sektionen, wollte ich dir fragen, wie dividierst du das bei den Videos auseinander, was er wo braucht? Ja, ich habe ja die Distanz, die weiß ich. Okay. Und ich habe den Verbrauch. Weil du siehst da dann immer nur den derzeitigen Verbrauch nach. Ja, aber dadurch weiß ich ja, was habe ich vorher gebraucht. Mhm. Und also im Prinzip habe ich, wenn ich jetzt zum Beispiel am Ende von der Überlandstrecke bin, habe ich den Verbrauch. Ja. Und ich weiß, wie lang dieser Abschnitt war. Mhm. Und ich weiß, wie lang die vorigen Abschnitte waren und wie viele ich dort gebraucht habe. Okay. Also ich rechne quasi. Rechne das zurück dann einfach. Genau, ich rechne einfach quasi aus, wie viel habe ich jetzt in Summe verbraucht, wie viel Liter, nicht Liter pro 100 Kilometer, und lege das um auf die Distanz und rechne es dann wieder auf die 100 Kilometer. Ah, okay.
das ist unter anderem auch ein nettes Feature da von der App, die aus der Ioniq hinverwandt, das jemanden übrigens interessiert. Mhm. Kann man bei jedem Ioniq eigentlich so nachinstallieren. Okay, ja. Wie heißt die? Ioniq Info. Okay. Gibt es eigentlich Website ioniqinfo.com oder was? Da sieht man nämlich auch, wie viele Kilowattstunden man gerade praktisch gerade gebraucht hat, direkt. Okay, ja, ja. Das ist dann auch noch ein Teil dabei. Ja. Das ist da eine recht nette, nette Geschichte zum Schauen. Und die musst du runterladen auf den Stick? Und genau, und dann Stick installierst du das halt, weil das ist ein Android-System, das ist die Head-Unit da, du kannst es einfach installieren und funktioniert eigentlich anstandslos und hat sogar Erweiterung auf ihr Battle-Route-Planer, das heißt, dass man automatisch mit Internetanbindung auch die Strecken mit aufgezeichnet werden. Okay. Ich muss mich dann halt auch immer wieder umstellen. Ich bin jetzt viel zu spät vom Vorpedal gegangen. Weil ich bin, gestern bin ich ein anderes Auto gefahren, ein Plug-in-Hybrid. Da fährst du nicht anders, oder? Ja, klar, weil ich weiß, wenn ich vom Gaspedal gehe, dann bremst du ein bisschen. Mhm. Und da kann ich, muss ich natürlich anders hinfahren als jetzt da. Wenn ich jetzt die Runde noch einmal fahre mit dem Fahrzeug, wie das anders fahren? Dann würde ich noch früher vom Vorpedal gehen und brauche jetzt hier nicht bremsen. Ich bin so Interesse aber vom Fahreindruck ein Kia EV6 und eine Ioniq 5 schon gefahren. Ja. Vom Fahreindruck, Kia, schenkt sie nichts, oder? Nein, also die schenkt sie wirklich nichts. Der größte Unterschied wird wahrscheinlich sein, welche Reifen du drauf hast, von dem, was du spürst. Fahrwerksmäßig habe ich jetzt da keine großen Unterschiede festgestellt. Okay. Im Endeffekt wird es darauf hinauslaufen, was einem besser gefällt, weil sie doch sehr unterschiedlich sind von der optischen Erscheinung. Absolut, ja. Und es wird dann vielleicht auch eine Frage sein, welcher Händler ist näher, welcher macht ein besseres Angebot. Also, technisch sind sie fast gleich. Und vom Fahren selber, ich bin den EV6 länger gefahren, also den hatte ich einen ganzen Tag. Den Ioniq 5 hatte ich nur 100 Kilometer, also nur für diese Runde. Deswegen habe ich mich im EV6 dann ein bisschen wohler gefühlt, weil ich einfach mehr damit gefahren bin. Ich musste den ja in Kirchbichl abholen beim Brunner. Bin nach Innsbruck, dann habe ich die Runde gemacht, die Bergrunde und die Stadtrunde mit dem Segeln und dann wieder zurück. Und da war ich dann schon ganz anders vertraut mit dem Fahrzeug, beim Ioniq 5 einsteigen, losfahren und dann bin ich schon wieder draußen. Oder? Das, aber wie gesagt, also das Elektroauto, das dann mein zweites Fahrzeug in der Firma ersetzt, nach jetzigem Stand der Dinge sind Hyundai Kia Produkte da schon die Top-Favoriten. Ja. So, nach einer relativ störungsfreien Fahrt auf der Freilandstrecke, was eigentlich ungewohnt ist, kommen wir jetzt auf die Autobahn und am Ende der Freilandstrecke haben wir, fahren wir glaube ich hier rein, 9,3 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. So gefällt mir das. Wir kommen jetzt auf die Autobahn. Du hast ein grünes Kennzeichen? Mhm. Ja, das heißt, wir durften hier 130 fahren. Das mache ich aber nicht. Erstens aus Vergleichbarkeitsgründen. Weil ich bin ja schon Elektroautos gefahren, die hatten kein grünes Kennzeichen und dann darf ich hier nur 100 fahren. Zum Beispiel der Kia e-Niro, der hatte nur das schwarze Kennzeichen. Zum anderen aus Ökonomiegründen, weil ich will ja Energie sparen. Und zum dritten, wenn man sich den Verkehr hier ansieht, meistens ist es gar nicht möglich, hier schneller zu fahren als alle anderen. Und alle anderen fahren 100 oder 110. Also, beschränke ich mich von Haus aus auf ca. 105 laut Tacho. Und wenn ich mal 130 fahren könnte, mache ich das nicht, weil der Zeitgewinn ist minimal. Ist es nicht verpflichtend, die grüne Tafel sich nicht anders? Nein. Aber du musst die grüne Tafel haben, damit du 130 fahren darfst. Steht so im Gesetz. Also wenn jemand mit der schwarzen Tafel 130 fährt, ich habe Geschichten gehört, dass dann beeinsprucht wurde, das Mandat, das Strafmandat, und dass der zuständige Beamte dann gesagt hat, ja, es ist ein Elektroauto und
damit ist das okay. Ja, im Gesetz steht ganz klar drinnen, es muss das grüne Kennzeichen vorhanden sein. Also wenn der Beamte das dann aufhebt, ja, geht da eigentlich Rechtsbeugung, oder? Ja, ja, ja. Also, ja, ich meine, das ist ja Pflicht. Das ist der Hausausdruck, das geht. Ja, das musst du mit Antrag. Also wenn du das Auto anmeldest, kannst du sagen, dass du mal anhaken, grünes Kennzeichen. Und dann haben wir was gelernt. Das. Ja, wir wohnen da, wo andere Urlaub machen. So ist es, ja. So ist es wohl. Ich bin aus England zurück, weil es einfach da so schön ist. Ja, ich habe die Berge vermisst. Ja, ja. Und wo ich aus dem Fenster geschaut habe, da habe ich die Cotswolds gesehen und das war halt so ein Hügel mit 80 Meter oder was. So, wir sind jetzt am Ende der Autobahn und hier haben wir 10,6 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Ja, natürlich ist der Verbrauch auf der Autobahn etwas gestiegen, aber wie viel genau, das werden wir dann im Nachgang anschauen. Aber ja, also die 10, die sollten jetzt da natürlich kein Problem mehr sein. Wir kommen jetzt ins Stadtgebiet und auch wenn wir Energie rekuperieren, wenn wir bremsen, ist es immer noch besser, das nicht zu machen, nämlich zu bremsen. Im Ortsgebiet, im Stadtverkehr immer versuchen, das Fahrzeug in Bewegung zu halten, den Schwung zu nützen, zu schauen, dass man ein Stehenbleiben vermeidet. Und wenn man anfährt, dann immer abschätzen, wie stark muss ich anfahren oder wie schnell muss ich anfahren. Ich brauche keine, oder wenn das Fahrzeug jetzt, keine Ahnung, 150 kW hat oder 200 oder 300, keine Ahnung, die brauche ich ja sowieso nicht. Wir haben ja hier die Anzeige, wie viel der Motor leistet und ich werde das jetzt beim Anfahren mal beobachten. Und die meisten fahren meines Erachtens einfach viel zu schnell los und müssen dann sofort wieder auf die Bremse, weil sie entweder schon zu schnell sind oder es ist dann die nächste Ampel oder der nächste Stau oder sonst was. Und da ist es eben immer eine Frage der Abschätzung, wie schnell beschleunige ich, um zum einen kein Verkehrshindernis zu sein und zum anderen jetzt nicht zu schnell zu sein, also dass ich da jetzt irgendwie gefährdend unterwegs bin oder gefährdend für meine eigene Geldtasche. So, was haben wir hier? 20 kW. 21, 20, ja. Die Ampel vorne ist sowieso rot, also kann ich schon wieder rollen lassen. Wird aber gleich grün werden, so wie ich sie kenne. Aber die Kollegen vor uns, die müssen alle auf die Bremse steigen. Ja, so. Und wir können jetzt schön weiter beschleunigen. Vorausschauen, antizipieren, was andere Verkehrsteilnehmer machen, auch das Wissen nützen, das man hat, wenn man täglich die gleiche Strecke fährt, dann weiß man ja auch, wie die Ampeln schalten. Ich fahre diese Strecke einmal in der Woche und weiß ganz genau, wenn ich bei dieser Ampel bei grün um die Kurve fahre, dann ist die nächste Ampel rot, da brauche ich dann gar nicht großartig beschleunigen oder sonst was. Also auch das eben die Routine nützen, das Wissen nützen, dann kann man auch sehr effizient fahren. Vorne ist die linke Ampel ist auch grün, die wird jetzt gleich rot, da brauche ich jetzt gar nicht. Ich fahre jetzt so, dass ich schön hinroll. Das ist eh 30. Also das probiert doch jetzt nicht, gell? Zurückziehen die Wippe? Nein, das geht nicht, habe ich schon probiert. Ja. Ja, das ist beim Ioniq 5 fein, also da kannst du wirklich, da ist dann die vierte Rekuperationsstufe, ja. Und da bleibt er stehen. Der Kona auch. Ich bin es ja gewohnt, früher vom Busfahren, da haben wir einen Retarder, oder? Das ist so ein Hebel, wo die, also im Getriebe ist eine integrierte Bremse. Die funktioniert wie ein Wandler im Prinzip, okay. Oder? Und also ein Ölbad. Und man kann damit nicht stehen bleiben, aber das ist eine verschleißfreie Bremse. Und ich habe eigentlich immer nur mit dem Handretarder gebremst und wirklich nur die letzten
5 oder 10 Meter zum Stehen bleiben, dann die Fußbremse benutzt. Mhm. Und das hilft natürlich auch beim Vorausschauen fahren, weil ich nur eine gewisse Bremskraft zur Verfügung habe. Mhm. Oder ich meine, mit der Fußbremse, okay, wenn es eng wird, steige ich halt noch stärker drauf. Mhm. Aber wenn ich nur mit dem bremse, dann muss ich natürlich vorausschauen da fahren. Ja. Ich habe natürlich immer noch die Fußbremse, wenn was sein sollte. Trotzdem. Aber wir haben das, also auch mit meiner Firma, wir verkaufen ja ein Produkt an Busunternehmen, wo man effizienter fährt, wo man Treibstoff spart. Wir sehen das ja auch. Also es gibt Fahrer, die haben ein Jahr lang, weil es so der Betrachtungszeitraum ist, ein Jahr lang keine einzige Notbremsung oder keine einzige Gefahrenbremsung, weil sie so vorausschauend fahren, dass sie alles sehen. Die Routine kommt natürlich dazu, aber die fahren schon so an einen Schutzweg ran, dass selbst wenn was sein sollte, was jetzt noch nicht ist, können sie stehen bleiben oder Kreisverkehr. Und das sind so Systeme, die dem Fahrer eine Rückmeldung geben, wenn er zum Beispiel zu stark bremst. Okay. Und natürlich, wenn sich die Situation ergibt, muss ich einfach stärker bremsen, weil mir jemand reinläuft. Aber eben, wir haben festgestellt, es gibt Fahrer, die haben auch so eine Situation nie, weil sie eben so vorausschauend fahren, so effizient fahren. Und, das ist ja das, was niemand glaubt, schneller sind. Wo ich damals in England bei dem Busunternehmen war, hatten wir ja dieses System. Und ich war zuständig für Fahrplan, Dienstplan und dann haben wir die Auswertung gemacht. Die Fahrer, die wenigsten Ereignisse hatten, also starkes Beschleunigen, hohe Drehzahl, Geschwindigkeitsüberschreitung, starkes Bremsen, schnelle Kurvenfahrt, das waren in der groben Übersicht die Fahrer, die am wenigsten unpünktlich waren, also die am pünktlichsten waren eigentlich. Die Fahrer, die ständig zu spät waren, waren die was immer aggressiv gefahren sind. Oder umgekehrt. Also die waren spät dran, weil sie halt immer aggressiv gefahren sind. So wie jetzt vorher bei der Ampel. Ich kann natürlich so ranfahren, dass ich sanft durchrolle. Okay. Und ich kann so ranfahren, dass ich stark abbremsen muss und dann wieder stark anfahren muss. Mhm. Im Endeffekt bin ich so wahrscheinlich schneller, weil ich mit dem Schwung durchfahren kann. Ja. Ja, sicher. Schon. Ja, ich hätte auf 10,3 getippt, war so meine Schätzung. Okay. Ja, ist auf der Autobahn ein bisschen weiter gestiegen, als man vielleicht erwartet hat. Da war ich eigentlich am Ende der Autobahn, glaube ich, ungefähr, wo der Corner war. Aber auf 11 war er nicht der Corner, oder war er auf 11? Ich glaube schon, ja. War er auf 11? Ich weiß es nicht mehr. Ja, wurscht, nein, dann war er ja. Im Prinzip, sobald es abgedreht und veröffentlicht ist, muss es vergessen, weil sonst habe ich so viel im Kopf, dass ich das nicht mehr danach. Das ist ja nicht wichtig am Ende. Da ist eine Spielerei. Wenn man sagen muss, natürlich bei den derzeitigen Preisen ist natürlich Elektromobilität sicher wieder für viele interessant. Ja, wobei die Preise ja auch steigen. Steigen auch, ja. Ich meine, jetzt so im Haushaltsbereich noch nicht so, wird aber auch kommen, aber wenn du anschaust, wie die Preise an die öffentlichen Ladesäulen gestiegen sind, teilweise 30-40% Preissteigerung. Aber verglichen mit natürlich mit den Spritpreisen immer noch moderat. Ja, ja, klar, Kosten, aber was das, steigen. Ich merke das natürlich auch bei den... Ja, stellt sich halt noch blöder hin. He. Mein Gott. Ich merke das natürlich auch bei den... Bei den Diskussionen auf Facebook und so, bei den ganzen Gruppen, wo ich bin, da geht es auf einmal wirklich gleich mehr um die Preise und da springe ich dann halt jedes Mal ein, oder? Mhm. Mit den Videos. Mhm. Das ist super. Merkst du eigentlich so, dass mehr Traffic jetzt ist nach der ganzen... Es ist extrem abhängig vom Fahrzeug. Mhm. Also, was zum Beispiel immer gut geht, sind Hyundai Kona, Hyundai Kia, die gehen gut, Ford geht gut. Witzig.
Überraschenderweise Nissan. Okay. Der Qashqai ist gut gegangen. Ja, also am deutschsprachigen Kanal geht Volvo fast überhaupt nicht. Im Englischen ist der XT40 das beste Video bis jetzt. Witzig. Was ich ja nicht verstehe, mal, vielleicht kannst du da ein bisschen auf die Sprünge helfen, auch gerade wie wir zuerst geredet haben mit den Kleinauten, Peugeot, Corsa und so weiter, warum sie nicht in der Lage sind, effiziente Autos zu bauen, weil die haben ja da ein Drittel mehr verbraucht mindestens wie der, ja. Was eigentlich Jahre alt ist. Ja, das habe ich mal überlegt und meine Erklärung ist, die gleiche wie vorher, die wollen halt ein Elektroauto haben, aber stecken nicht viel Hirnschmalz rein, weil wenn du anschaust, bei den meisten von den Fahrzeugen ist irgendein Motor von der Stange drinnen. Irgendein Siemens Motor oder sonst was. Das ist ja nicht schlecht, aber es ist halt rein, Alter, Mann, es ist halt rein eine Kostengeschichte, damit sie einen billigen Elektromotor haben. Ob der jetzt passend ist zu dem Fahrzeug oder die optimale Leistungscharakteristik hat, ja, das ist jetzt spielt für den nicht so große Rolle, weil Elektroautos sind eh sparsam. Und gerade Hyundai Kia, die tun da natürlich einen extremen Aufwand in die Entwicklung von der Elektroseite und das merkt man eben auch. Also das weiß da. Also das weiß ich, ja, das weiß man. Das, und VW auch, muss man auch sagen. Obwohl ich es nicht mag, aber es ist bei denen auch so. Zum Beispiel überhaupt nicht. Aha. Die stöpseln sich halt aus dem Baukasten irgendwas zusammen, die Karosserie, die sie schon haben in China und einen Elektromotor von Siemens oder von irgendeinem anderen Hersteller, ABB oder was, und stöpseln das halt zusammen und sagen, das ist ein Elektroauto. Ja, es ist ein Elektroauto, aber kein Gutes. Tesla hat das Ganze natürlich auch anders gemacht. Die entwickeln ihre eigenen Motoren, stecken einen Haufen Hirnschmalz rein und du siehst das Ergebnis. Ja. Also, wir sind jetzt dann gleich am Ende dieser Fahrt mit dem Hyundai Ioniq vom Harry. 10,0 haben wir jetzt. Ja, das wird sich nicht mehr ausgehen, dass ich die 9 vor dem Komma schaffe, auch wenn die Straßenbahn vor uns da einen guten Windschatten gibt. Können wir doch noch ein bisschen Energie brauchen. Ja, also ich muss sagen, was ist dein Eindruck, Harry? Wie hast du das jetzt empfunden? Weil es immer wieder eben Aussagen gibt, ja, wenn man so langsam fährt und so. Also das kann ich absolut nicht bestätigen. Wie gesagt, live schaut die Sache dann schon ganz anders aus. Also wir sind absolut nicht im Schneckentempo unterwegs gewesen, sondern ganz normal, beziehungsweise teilweise sogar haben wir gewundert, recht zügig am Weg. Und umso mehr ist es doch ein recht aussagekräftiger Test. Und kann ich nur sagen, super, dass das so gut funktioniert hat. Nein, ich sag, sehr spannend. Ach, danke an den Harry. Wie gesagt, jetzt die 10,0. Wir haben jetzt 14 Grad Außentemperatur. Wir sind bei 8 Grad losgefahren. Also ja, wenn wir vielleicht jetzt losfahren würden, dann vielleicht würden wir es dann schaffen. Aber mein Gott, das ist dann Rosinenpickerei. Ja, wir schauen uns jetzt die Ergebnisse an. Und das sage nochmal danke dem Harry. Und gerne. Ja, jetzt gibt es die Details. Jo, schauen wir uns also die Detailauswertung der Fahrt mit dem Hyundai Ioniq mit 28 Kilowattstunden
Batterie vom Harry an. Die technischen Details seht ihr hier. Das Gewicht ist eben ca. 75 oder 70 Kilogramm höher als laut Fahrzeugschein, da wir eben zu zweit im Auto gesessen sind. Und ich habe das auch nachträglich beim Audi Q4 e-tron Quattro angepasst, wo ja der Guntram, der Eigentümer, auch zweimal mitgefahren ist. Und das hat dann eine leichte Verschiebung gegeben von Platz 3 auf Platz 2 für den Audi. Einfach hier, um eine größere Genauigkeit der Aussage zu erzielen. Ja, also wenn man sich die Detailsverbräuche ansieht, 10,8 auf den Hügeln, 8,6 Überland, 8,2 in der Stadt, auch 13,7 auf der Autobahn ist ja ein Topwert. Das ist natürlich der aerodynamischen Form geschuldet und das Gesamtresultat von 10 Kilowattstunden auf 100 Kilometer spricht hier natürlich für sich. Aber, und ich werde nicht müde, das zu betonen, am Ende liegt es immer am Fahrer. Das effizienteste Auto nützt nichts, wenn man es nicht korrekt benutzt. Und wenn man dann halt bei so einem Fahrzeug 18 oder 20 Kilowattstunden Verbrauch hat im Sommer, dann liegt das nicht am Fahrzeug. Wenn euch interessiert, wie das neueste Hyundai-Modell, das neueste Hyundai EV, der IONIQ 5, auf dieser Runde performt hat, dann könnt ihr dieses Video hier ansehen. Und hier unten findet ihr meine 5 Tipps zum generell effizienteren Fahren mit Elektrofahrzeugen. Und wenn euch generell gefällt, was ich mache, würde ich mich über ein Abo freuen. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, verpasst ihr auch kein neues Video. Das war's für den IONIQ. Vielen Dank fürs Zusehen. Gesund bleiben. Ciao.